Guten Morgen. Noch ein Nachwirken des Ökumenischen Kirchentags in Frankfurt. Ich habe ja erzählt, dass ich in einer Gruppe mitgearbeitet habe von katholischen, orthodoxen, evangelischen Christen und Christinnen, die Gebete geschrieben haben für den Kirchentag, für morgens, mittags, abends, nachts. Und ein Morgengebet haben wir mit dem Frankfurter Ausdruck überschrieben, Uffrappele. Und das ist hier in diesem Liederheft drin, Sichtweisen. Uffrappele auf Frankfurterisch heißt sich aufrappeln, aufraffen. Das fällt ja schwer, wenn man gerade durchhängt und nicht weiß, woher kommt die Kraft. Mein Aufraffen war vorher immer jeden Morgen einfach Frau Ginger. Und jetzt, was ist es jetzt? Jetzt ist es, dass ich die Natur vermissen würde und den Sonnenaufgang und euch, wenn ich mich nicht uffrappele. Also, aufrappeln. So geht dieses Gebet. Uffrappele, ich rappel mich auf. Ich komme aus dem Bett und mache mich bereit für den Tag. Er liegt vor mir mit dem, was er verspricht, mit dem, was mir Sorgen bereitet, mit dem, was ich mir erhoffe. Noch ist verborgen, was er mir bringt. Ich beginne den Tag, Gott, mit dir und ich bitte dich, segne ihn. Und dazu kommt dann der Liedvers. Öffne meine Augen, dass sie sehen die Wunder an deinem Gesetz. Öffne meine Augen, dass sie sehen die Wunder an deinem Gesetz. Amen. Euch allen ein fröhliches Uffrappele, aufraffen. Und besonders fröhlich den Geburtstagskindern, mein lieber Schwager Martin in Leipzig. Glück und Segen und euch anderen Geburtstagskindern. Seid behütet and I proudly announce, hier kommt die Sonne für euch.